zur sechsten Rauhnacht. Die sechste Rauhnacht ist vom 29. auf den 30. Dezember. Und in der Nacht vom 29. auf den 30. holen wir die Kraft des Juni. Wir schauen, was es im Juni so an Hauptenergie in sich trägt, welche Erfahrungen wir sammeln können und wie wir am besten damit umgehen können. Der 30. Dezember ist der Festtag der Heiligen Familie. Und hier geht es um die Bereinigung. Ein Geheimnis, dein stiller Ruf nach göttlicher Ordnung wird erhört. Heute ist ein guter Tag, um herauszufinden, welche Kräfte in dir wirken. Und zwar diesmal jene, die dich hindern, gesund, freudig, licht und liebevoll dein Leben zu leben. Wo ist dein Mangeldenken begründet? Was hindert dich, aufzustehen und die Bühne deines Lebens zu betreten? Sind es die Muster der Ahnen, deiner Eltern oder Großeltern, deiner Kultur? Erkenn sie an ihren Geschichten. Doch entscheid dich heute, dein eigenes Leben zu erschaffen. Agiere mit reinem Herzen und füg niemand zu, was du nicht willst, dass man dir tut. Lad dir keine neue karmische Schuld auf und bereinige heute all deine Angelegenheiten. Befreie dich von Negativität, zum Beispiel mit der Feuerzeremonie. Es gibt ein YouTube-Video und es gibt auch schöne Meditationen auf dem Kanal, auf unserem Kanal. Und du kannst einmal unten in der Infobox schauen, welche Meditation du denn machen möchtest. Ob du Sternen baden möchtest, ob du dein Herz klären möchtest. Es gibt ganz viele. Oder ob du mit dem Geist des alten Jahres reisen möchtest. Mit der Rauhnachtsmeditation oder die Heilungsnacht. Sind alles wundervolle Meditationen, die dir helfen, nochmal tiefer zu schauen und zu klären, zu bereinigen, was noch geklärt werden will. Die Energie, die diesen Monat oder beziehungsweise die Rauhnacht, so ganz kurz vor dem Silvester, begleitet, ist so ein Stück weit das Drama, die Selbstkritik, das gekränkte Ego und natürlich, ja, man könnte auch sagen, unnötige Dramen. Durch das unvollkommene Geflecht des Lebens zieht sich als roter Faden eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Und das Erste, was ich machen wollte heute Morgen, war mir eine Quintessenz zu ziehen von diesen Aurasomas. Und ich habe El Moria gezogen und habe schon gedacht, oh, okay, das ist die Energie, die uns zurückbringt ins Selbstvertrauen. Weil das Urvertrauen, was sich damit wieder in uns zeigt, ist für viele Menschen und auch für die Entwicklung von Beziehungen ja, sehr, sehr wichtig. Und wir haben gerade so eine Serie, wo Menschen auf ihre Beziehungen zurückschauen, ob das jetzt Freundschaften oder Partnerschaften sind, und ein Gefühl von Misserfolg haben. Und vielleicht ist es so, dass die einen oder anderen sehr darüber zweifeln oder an sich selber zweifeln, dass es überhaupt jemanden gibt, der wirklich zu einem steht oder zu einem passt. Und El Moria ist jemand, es schenkt uns die Kraft, das wieder zu wissen und das auch wieder zu fühlen. Es schwächt Ängste und Sorgen, zeigt uns mehr Gottvertrauen und auch mehr Vertrauen an uns selbst. Und er hilft uns auch, die Freude am Sein zurückzugewinnen. Auch wenn die Angst uns verunsichert, mit ihm an der Seite beherrscht sie uns nicht mehr. Er steht für Schutz, für Leichtigkeit, Urvertrauen und Selbstvertrauen. Aber gehen wir nochmal zurück zur Geschichte des Lebens, die sich vielleicht über bestimmte Zeiten durch unser Sein zieht. Die Frage ist, was erzählst du dir selber für eine Geschichte? Ist es eine Geschichte über Schmerz und Verlust, Zurückweisung und Demütigung? Vielleicht sogar Selbsthass und Hochmut und all die unzähligen Formen des Leidens, die aus unnötigen Dramen geboren sind. Ist es immer wieder die gleiche Geschichte? Und sie läuft darauf hinaus, dass du das nicht tun sollst, jenes nicht sagen sollst, dich dorthin nicht begeben sollst, weil sonst deine ganze Welt ins Wanken gerät. Lass dir heute sagen, nichts davon. Rein gar nichts davon ist wahr.
Der Himmel fällt dir nicht auf den Kopf und die warnende Stimme, die du vernimmst, ist nur ein kleiner, verängstigter, fehlgeleiteter Teil deiner Selbst, der in einem Lügengespinst gefangen ist und dich vor etwas bewahren will, dessen Opfer er einst wurde. Bring jetzt diesem Teil deiner Selbst Liebe entgegen, denn Angst ist alles, was er kennt. Angst ist ein falscher Ratgeber, der dich davon abhält, wahrhaft du selbst zu sein. Du bist nicht dasselbe wie deine Geschichte und nicht dasselbe, wer sie erzählt. Das ist bloß eine Stimme dieses ängstlichen Anteils in dir, klein, hilflos, aber dennoch leicht zu besänftigen. Weißt du, manchmal gehen zwei Herzen eine Verbindung ein und manchmal führt das auch zu Leid. Aber nicht aufgrund von Kränkung oder Missachtung, sondern aus ganz anderen verwickelten Gründen. Da gibt es die Scham, die Angst vor Nähe, schwaches Selbstwertgefühl. Ja, und das gehört dann zu den größten Herausforderungen und es ist nicht einfach, solch eine Partnerschaft zum Gelingen zu führen. Bedenke jedoch, wie wertvoll es ist, um diese Dinge zu wissen. Wenn du weißt, dass du genau diese Dinge in dir trägst, dann bist du nicht machtlos und hilflos. Du kannst daran arbeiten und wirken. Du kannst Heilung, Bewusstsein entstehen lassen. Du kannst dir darüber gewahr sein, dass wenn es in einen Konflikt kommt, dass diese Dinge am Werke sind und dir vielleicht etwas erzählen, was so nicht stimmt. Du musst aber auch über die Geschichten nachdenken, die du dir selbst über Liebe, Nähe und Verlassenheit, Zurückweisen und Einsamkeit erzählst. Die Frage ist auch, zum Beispiel, welche Filme schaust du dir an im Leben? Wie sind die? Sind die immer mit Dramen bestickt? Sind sie immer erst mit Konfrontationen und Problemen versehen, so wie in diesen Liebesfilmen, die man sich so anschaut, und führen dann zum Happy End? Es ist immer das Schneewittchen oder das Aschenbrötel oder sonst da wer? Muss man kämpfen? Ist es irgendeine Kriegerin oder ein Krieger? Tja, und wenn das so ist, da musst du dir eine neue Geschichte erzählen. Du musst dir auch dafür vergeben, dass du dir immer wieder an diese alten, dass du dich immer wieder an diese alten Geschichten herangehängt hast und dass du die einfach weitergetragen hast. Es ist wichtig, Mitgefühl für diesen Anteil deiner selbst zu haben. Es ist so eine Form von Soul Hunting auf eine ganz andere Art und Weise. Die Geschichten waren, auch wenn du es erlebt hast, zu keiner Zeit wirklich wahr. Weil denn Angst, Neid, Habgier, Opferbewusstsein und Verweigerung, all das hast du im Leben an der Oberfläche vielleicht irgendwann einmal gehabt oder immer wieder. Du hast dich verglichen mit anderen. Du denkst, dass ihr Erfolg eigentlich dir gebührt. Ja? Vielleicht fürchtest du dich auch vor dem Guten, das dir auf deinem Weg begegnet, sodass du ihn immer wieder verlässt, im vollen Bewusstsein dessen, was du tust. Doch vermeintlich bist du außerstande, dir selbst Einhalt zu gebieten. Findest du dich am Ausgangspunkt wieder oder in einer Situation, die dich an frühere Geschicke oder Misserfolge erinnert? Hast du finanzielle Sorgen, die dir Angst machen? Du darfst jetzt lernen, dich auch angesichts deiner Unzulänglichkeiten und in den Momenten des Selbstangriffes zu lieben. Setze deine Kritik jetzt konstruktiv ein oder besser noch, hör ganz auf, dir diese negativen Geschichten über dich selbst zu erzählen. Leg dir stattdessen eine neue zu. Das Universum liebt dich und es wartet geduldig darauf, bis du das von selbst herausfindest. Erzähl dir eine andere Geschichte und der Erfolg ist dir so gut wie sicher. Schau, wo sind deine Heldentaten? Was hast du alles schon geschafft? Du kannst das. Und wenn du dich alleine nicht so, wenn du das dir alleine nicht so zutraust, dann schau dir doch, dann hör dir doch die Meditation an, die Reise zum Geist des alten Jahres. Und dann lass dir zeigen, was nicht so gut gelaufen ist und was du wirklich im alten Jahr zurücklassen möchtest. Alles, was zu dir kommt, was Heilung braucht, ja, darf losgelassen werden. Was gibt's noch zu vergeben? Was braucht noch einen Segen, einen Abschluss? Was ist beendet? Was willst du auf keinen Fall mehr mit dir herumschleppen? Und was hast du aus den Begebenheiten gelernt?
Wozu hat dir diese Sache gedient? Und dann fühl Dankbarkeit für die Herausforderungen im Leben und dass du bis jetzt gekommen bist, bis zu diesem Punkt. Genau. Schauen wir doch mal, was die Karten uns sagen. Und auch dürfen wir bedenken, dass wir in der Mitte des Jahres sind. Ja, das ist auch nochmal so wie so eine kleine Wende, wo du sagst, okay, das ist auch wieder ein Zyklus, der zu Ende geht in Bezug auf die Jahreszeiten. Solche Zyklen sind immer von großer Kraft, ja, an denen wir arbeiten können, mit denen wir arbeiten können. Hol dir El Moya an die Seite. El Moya. El Moya war auch eine Inkarnation, oder das heißt es, El Moya auch als Abraham inkarniert war, dass er die 12 Stämme angeführt hat. Und irgendein aufgestiegener Templermeister. Ja, also die Schicksalskarten. Hier geht es tatsächlich, die erste Karte ist das Ego, das ist der Vergleich, das ist vielleicht auch die Funktion, das sind kreisende Gedanken, Negativität und ich sag mal, hier geht es um eine Frau oder ein Wesen, was emotional nicht weitergewachsen ist, an einem bestimmten Punkt Halt gemacht hat und sich da nicht weiterentwickelt hat, auf dieser einen Ebene, auf der Ebene dessen ich bin. Und manchmal beschreibt diese Dame, die Pik-Dame, auch jemand, der inmitten der Pubertät steckt. Und wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass wir innerhalb unserer Pubertät eventuell etwas erlebt haben, das sind doch auch die Zeiten, wo man sich verliebt, wo man sich orientiert in Bezug auf Verbindungen, Freundschaften, wo man sich vom Elternhaus so versucht, ein bisschen zu lösen und zu befreien. Und wenn du da Dinge erlebt hast, die dich nicht aufgebaut haben, sondern herabgestuft haben, dann könnte das sein, dass ein Teil deiner Selbst sich geweigert hat, hier weiter zu wachsen und sich eventuell in die Anderswelt verkrochen hat. Das gilt es jetzt zu klären, damit die negativen, kreisenden Gedanken über dein kleines Ich selbst sich endlich auflösen dürfen und du dein göttliches, leuchtendes, lichtvolles Ich erkennen kannst. Und dann auch dich dafür entscheidest. Das ist natürlich wichtig, ja. Hier werden Sachen losgelassen. Hier geht es darum, Dinge loszulassen, die du dir vielleicht vorgestellt hast. Vielleicht tatsächlich hier auch Beziehungen, Freundschaften, Zusammenkünfte. Dein Haus steht ein wenig Kopf oder unser aller Haus. Es geht hier um das große Glück, den großen Segen von Gott. Und das auch tatsächlich in dieser Entwicklungsstufe zu entdecken. 2, 4, 6, 7, 8. Ein Neubeginn auf allen Ebenen und ein Loslösen von Urteilen. Das ist ein Stück weit Arbeit, kann man so sagen, aber es wird gelingen und langfristig dir einen ganz anderen Boden schenken, also einen ganz anderen Halt. Aber du fühlst dich gewarnt. Du fühlst dich gewarnt, auf die Reise deines Lebens zu gehen und zu erkennen, dass da ein Seelensonnenheld in dir wohnt. Jemand, der sich überwindet, Stufe für Stufe aufsteigt und ein neues Bewusstsein erlangt. Deine Sorgen sind unbegründet. Du brauchst keine Angst zu haben. Du bist dieses Goldkind, was hier auf diese Welt gekommen ist. Du bist nicht das, wo man dir gesagt hat, dass es nicht so gut ist. Das spiegelt sich hier in den Karten wider. Und hier ist ein absolutes Loslassen. Ein definitiver, ganz klarer Verlust. Ja, vielleicht ist es auch so, dass du deine Kinder loslässt, dass du plötzlich in einem Leben stehst, wo du auf dich allein zurückgeworfen wirst, dass Partnerschaften vielleicht auseinandergehen, eventuell kurzfristig oder eben halt dauerhaft. Das ist hier ganz unterschiedlich angelegt. Ich sehe dich aber hier oben stehend und das Ganze überblicken. Du versuchst, die Kontrolle zu behalten, weil so viel auseinanderbricht, was deiner alten Gewohnheit entsprach und was deinen emotionalen Körper eben halt gebunden hat. Aber ich sage dir, es ist wirklich wichtig, da durchzugehen und zu wissen, dass deine Sorgen unbegründet sind. Unbegründete Sorgen, Ängste und Zweifel. Also tatsächlich wird hier nochmal bestätigt, dass es nicht wahr ist, was dir dein kleines Ich so erzählt. Und es ist wirklich Zeit, diese alte Haut abzustreifen und dich in deinem neuen Kleid zu zeigen. Komm auf die Bühne deines Lebens und zeig dich.
Materiell, finanziell gibt es hier auch kleine Unstimmigkeiten. Beruflich bildet sich noch mal etwas Neues hier raus. Also der Monat wird schon gekrönt mit starken Kräften. Es ist ein Monat des Wandels. Also inmitten dieses Monats liegt die Big 10 und dieser Wandel, da liegt die Warnung daneben. Aber gleichsam auch, dass das ein guter Weg ist. Sprich, für mich heißt das, dass du dich selber gewarnt fühlst und Ängste hast, die dich abhalten wollen, jetzt endlich diesen riesigen Schritt zu machen. So, und in den Schicksalskarten, die hier unten liegen, liegen ausschließlich nur positive Aspekte. Aber auch die Partnerschaft, der Herzpartner, der liegt hier. Und hier liegt es auch, dass kurzfristig die Liebe wieder auftaucht und dass es ganz klar ist, dass dieser Emotionskörper über die Ahnenlinie übernommen war und im Grunde die gleichen Dramen kreiert wie die deiner Mutter, deines Vaters, deiner Eltern. Wie haben die Partnerschaft gelebt? Was war das Bild, was du erhalten hast in deiner Kindheit, was es bedeutet, Partnerschaft einzugehen, auch zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen oder zu hegen? Es gibt Familienstämme, in denen das wirklich ganz schön kreiert wird und wo man auch so das Gefühl von einer verlässlichen Basis hat. Aber es gibt genauso eben halt diese Familienstämme, wo es das Leben oder die Verbindungen alles unsicher ist, wo man nicht weiß, wo man dran ist, wo man wirklich auf allen Ebenen an sich zweifelt. Willst du das denn wirklich noch länger bei dir tragen oder magst du es mit einer Feuerzeremonie, gibt es auch ein schönes Video von, so langsam hinter dir lassen, Schritt für Schritt? Nichts drängt dich, aber du kannst es hier in der sechsten Rauhnacht noch bereinigen. Du kannst es klären, das, was nicht so gut gelaufen ist oder das, was sich immer wieder ereignet. Und dann sei doch bitte so stark und bereit, dass ich weiß, dass das Mut erfordert, und übergib dein Ego. Übergib dein Ego und stell es in den Dienst deines Herzens. Weil das ist deine Überlebenschance, das ist dein ja, so ich sein, dann wirst du dich erkennen mit Möglichkeiten, die bis dato für dich unerreichbar schienen. Und es ist auch schön, wenn du hinter den Schleier schaust, wenn du diese Illusion von dem, was du glaubst, wer du bist, endlich loslassen kannst und dich der wahren Liebe entgegenbringst. Das würde auch bedeuten, dass du in dir selbst ein Gleichgewicht zwischen dem männlichen und weiblichen erschaffst. Sprich, du würdest in dir selbst dein Fühlen und dein Handeln, dein Innen und dein Außen, dein Oben und dein Unten, deine Mutter und dein Vater, ja, deine Kräfte wirklich in ein schönes Gleichgewicht bringen. Zählen wir doch mal ab. Es geht um die romantische Liebe, einfach wieder Ja zum Leben zu sagen. Dein Haus wird hier so gesegnet, das ist entweder dein physisches Haus, in dem du lebst, oder dein inneres Haus, also sprich dein Ego. Es wird so mit göttlicher Kraft bestrahlt und beschirmt, also so als würde alles, alles im Himmel wollen, dass du hier auf der Erde glücklich und zufrieden bist und einen guten Weg findest und wirklich erkennst, ja, deine Reise hier auf dieser Erde als die inkarnierte Seele, die du bist, ist ein großes Abenteuer. Und du bestimmst, ob du Spaß daran hast oder nicht. Das liegt in den Schicksalskarten. 2, 3, 4, 5. Genau, das goldene, das göttliche Kind. Unbegründete Sorgen. Ja, dieses göttliche, unschuldig reine Kind ist irgendwo in der Anderswelt, in einem anderen Haus. Es ist aber unversehrt. Es geht ihm gut. Und es will nur geborgen werden, es will zurückgejagt werden, es will zurückgeholt werden. Es ist noch da und es kann dir helfen, ja, diese alten Dinge loszulassen, dass du kein gutes Kind bist zum Beispiel, kein guter Mensch oder whatever. Das liegt auch mit in den Schicksalskarten. Also, die sechste Rauhnacht oder aber auch der Monat Juni ist nochmal eine absolute Kraft, die dir deine Kräfte zurückbringen möchte. Weißt du, natürlich würden wir jetzt oder würde ich jetzt am liebsten alles tolle Sachen sagen, aber was hier zu erkennen ist, ist auch sehr, sehr wichtig. Wenn du nicht weißt, um was es geht, wenn du nicht weißt, was das Thema ist, was dir bestimmte
Themen auch innerhalb der Familie, innerhalb der Partnerschaft mit dir und deinen Kindern hervorbringt, dann kannst du dir nicht helfen. Du hast keine Möglichkeit, da auszusteigen, weil du irgendwie gefangen darin scheinst. Das ist wie ein selbstgeschaffenes Gefängnis. Wenn du aber weißt, wo du hinfällst, dann kannst du Stroh legen, du kannst arbeiten, du kannst deine Werkzeuge nutzen, die du ausnahmslos hast. Und die göttliche Hilfe, die dir hier bereitwillig zur Verfügung steht. Gott liegt direkt hinter dir. Ja, und nur deine Emotionen und dein Vergleich, deine Neid, deine Eifersucht, Gier oder whatever, das hält dich davon ab. Das hält dich davon ab, das Göttliche in dir, im Leben und in allem, was dich umgibt, zu sehen. Also jetzt rette dieses Kind, was falsche Ansichten von sich hat. Sei bereit. Beruf, Berufung ist hier auch nochmal mit drin. Also auch hier scheint nochmal ein Wandel stattzufinden. Es könnte sein, dass du nochmal etwas erneuerst, weil das Alte, das, was du schon lange und dauerhaft gemacht hast, ist auch verknüpft noch mit dem alten Bewusstsein deines Seins. Und das will auch erneuert werden. Und hier möchte eben halt mehr Eigenverantwortung übernommen werden. Also du möchtest mehr in deine kreative Kraft, in deine gebende Kraft, dass du wieder Lust hast, dich deinem Beruf, deiner Berufung oder auch den Menschen, die dich dann umgeben, hinzugeben. Dass du wirklich das bist, was du bist. Dieses leuchtende Licht, diese Liebe. Kreisende Gedanken, ja, die dich immer wieder so ein bisschen zurückwerfen wollen. Lass sie los, lass sie absolut und ein für mal los. Weißt du, man kann Trennungsgedanken haben und sich damit beschäftigen und nicht so ganz in die Tiefe gehen. Das ist auch, wenn man in Partnerschaften ist, kann man sagen, okay, ja, vielleicht sollte ich mich trennen. Und man trennt sich immer stückchenweise mehr, Stück für Stück mehr und mehr. Und eventuell ist ja besser und es klappt ja sowieso nicht mit uns. Und so, und das ist so eine halbe Sache. Das ist hier in der sechsten Raumonat, eine ganze Sache. Hier werden die Schritte wirklich dingfest gemacht. Ob du dich jetzt von deinem alten kleinen Ich bin, ja, ich bin klein und nicht gut genug trennst, oder von deinem Partner, Partnerin, das kann ich so nicht sagen, oder aber auch von einem Haus, von einem Wohnort, an dem du dich sowieso nicht wohlfühlst. Das steht hier zur Debatte, das steht hier zur Frage. Und es wird dir gelingen. Die große Liebe, die ganz, ganz große Liebe, auch zu den Ahnen, liegt in den Schicksalskarten. Und Gott, der große Segen, das große Glück an deinem Haus. Die Veränderung, die hier ansteht, das, was du hier loslassen darfst, was du auch hier loslassen willst, also dein Wille liegt auch hier. Ich will das loswerden. Ich möchte nicht mehr auf diese Weise das Leben betrachten oder erfahren. Das ist hier riesig. Aber ja, es braucht Mut. Den hast du und du hast göttliches Geleit. Das ist ganz wichtig. So, dann lege ich mal auf dich, auf Gott, auf das sogenannte Ego. Will ja keiner mehr drüber sprechen. Auf dieses absolute Loslassen, auf Beruf, Berufung, auf die materielle Ebene, auf das Karma. Jetzt habe ich noch eine übrig. Ja, auf das große Geheimnis, das Verborgene, was da irgendwo ruht. So, das große Glück. Das, was du erlebt hast in der Vergangenheit, war wichtig, das zu erleben. Auch dieses Gefühl von, ich bin unzulänglich oder ich bin nicht richtig. Das ist sowas wie die Lilith oder eben halt der wilde Mann, die wilde Frau und der wilde Mann, das, was in der Pubertät, in der Jugend passiert. Ja, das ist, dass das aufbricht und du endlich zeigst, so nicht mehr. Wir wissen doch, wenn wir so ein bisschen zurückblicken. Nicht jeder geht da durch, nicht jeder lebt seine Pubertät. Das ist die Zeit der Pickel, die Zeit der Abgrenzung. Das ist die Zeit des, ach, ich benehme mich so, wie das keiner will. Ja, und man irgendwie so sich von allem irgendwie so abgrenzt und ich mache mein eigenes Ding. Das ist eine Art Initiation. Normalerweise wird die gefeiert. Das ist in unserer Kultur aber ein Stück weit verloren gegangen. Es könnte sein, dass du das jetzt gerade da auch ein Stück weit wieder feierst und du dir bewusst wirst, wie wichtig das ist, einmal die alteingefahrenen Dinge und Muster aufzubrechen. Ja, selbst aufzubrechen. Weil wie soll das Leben weitergehen, wenn alles immer so bleibt, wie es mal war?
Das geht gar nicht. Das muss irgendwie verderben. Das geht gar nicht anders. Auf dir selbst liegt das Schicksal. Deine Spontanität ist gefragt. Und bitte schau einmal da rein. Hier, das liegt hier in der Verbindung zu deiner weiblichen Ahnenlinie. Das heißt, das alte weibliche Bewusstsein, dass ich bin nicht so viel wert. Also früher war es ja auch so, dass wenn man keinen Jungen geboren hat, ne, dann war das nicht so gut. Also man brauchte einen männlichen Nachkommen. Und erst dann hatte man als Frau eine Anerkennung. Es war sogar bei den Königen so, wenn die Königin keinen Jungen geboren hat, keinen Thronfolger, dann wurde die ausgetauscht. Also dieses Bewusstsein, das darf sich endlich lösen. Ja, wir sind alle ganz viel wert. In China werden eben halt Mädchen, ja, die zu viel geboren wurden, die wurden dann in, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber da gab es extra Sterbehäuser, Siechenhäuser, wo die Mädchen abgegeben wurden, weil man durfte ja nur ein Kind kriegen. Also da war ja die Geburtenrate auch, oder ist die Geburtenrate kontrolliert. Das sind alles Dinge, die dürfen sterben, die dürfen komplett sich auflösen. Und auch die Vorstellung von diesem Prinz mit dem weißen Schimmel, ja, der ankommt und dich rettet, die darf sterben. Ja, du bist weder Aschenbrödel noch Schneewittchen noch sonst da wer. Du bist du und du bist reines, pures, göttliches Licht. Und ihr als Männer, euch sage ich das genauso. Also das ist nicht diese Art, die die Liebe braucht, sondern die Liebe braucht wirklich ein sich zugetan sein und sich als Mensch zu sehen und füreinander da zu sein, eine verlässliche Quelle zu sein. Es erwartet dich Freude. Ja. Manche Partnerschaften werden hier im Juni oder vielleicht doch jetzt zur sechsten Rauhnacht vollkommen ein Ende finden. Es wird komplett abgeschlossen, wo man sagt, es ist vorbei. Manches wird neu kreiert. Und dann erwartet dich Freude, es erwartet dich Liebe. Ja, du gebierst dich noch ein bisschen. Es geht auch noch um das Umsetzen oder auch Durchsetzen. Hier ist noch die männliche Kraft, die väterliche Autorität da, wo noch so ein bisschen Ängste da sind, soll ich wirklich das durchziehen und soll ich das machen, soll ich mich befreien? Ja, befrei dich, komm da raus, sei die Liebe, die du bist, geh in die Vergebung und kläre deine Themen. Das ist ein guter Tag, ja, vom 29. auf den 30., also der ganze 30.12. zählt dazu. Hier kannst du die Dinge in Ordnung bringen und zum höchsten Wohl von allem, was ist, klären. Und du kannst dich auch auf eine gewisse Weise befreien und in dein eigenes großes Ich selbst hineinwachsen und deinen Weg gehen. Ja, dein Handeln in Bezug auf das, was gewesen war, war nicht deinem höchsten Wohle entsprechend. Und damit hast du eigentlich das boykottiert und verweigert, wonach du dich so sehr sehnst. Und mit diesem Tag, mit dieser Nacht, mit diesem Monat wirst du das abschließen können. Du hast hier eine ganz, ganz große Chance. So, meine Lieben, dann hole ich uns jetzt noch heute eine Kraft hinzu von den Baumwesen. Also ich hole die Natur hinein, weil natürlich im Juni können wir viel Zeit draußen verbringen. So, und das ist die Kiefer. Wow. Die Kiefer ist ein aufrechter Lichtbringer voller Lebenskraft und Mitgefühl. Unter meinem Dach kannst du Frische tanken, Einsicht gewinnen und Widerstandskraft stärken. Ich erwecke den tiefen Atem und bringe gute, reinigende Luft und weichen, tröstenden Waldduft in deine Lunge. Die Botschaft der Kiefer. Wenn die Kiefer dein Blick in die Höhen hinaufschwingt und dich daran erinnert, dass hier stets ein blauer Himmel weilt, brauchst du vielleicht eine kleine Auszeit zur Erfrischung deiner Schaffenskraft. In der Gegenwart der Kiefer wandeln sich Gefühle der Erschöpfung und der Trauer schon bald in lichtvolle Zuversicht. Der Baum galt bereits bei den Germanen, Alemannen und anderen alten Kulturen als Symbol der Vitalität und eines starken Lebenswillens. Wenn du eine Weile unter der Kiefer Platz nimmst, kann dein Geist in Verbundenheit mit ihrem uralten Wissensschatz neue Ideen empfangen. Sie bietet dir Schutz in Herzensanliegen, klärt den Geist und erdet den Körper. Das Wesen der Kiefer inspiriert den lichtvollen Krieger in dir und deine Verbindung zu deinem höheren Selbst.
komme, also bei Überlastungen lieber zu ihr, als dich in dich zurückzuziehen. Ehre dein tiefes Mitgefühl, aber mache auch Pausen und sortiere deine Verantwortungsbereiche, um auf deinem Weg zu bleiben und mit Abstand Entwicklungen besser im Auge zu behalten. Wenn du Regenerationszeiten einplanst, tragen dein Licht und deine Hingabe dich sicher und siegreich zum Ziel. Also Zeit für eine Pause und Luft holen, aufrichten, atmen und loslassen. Und der lichtvolle Krieger lebt Aufrichtigkeit und seinen ureigenen Weg. Wow, das war's, ne? Ja. Was für eine schöne Kraft. Ne, hier gibt's noch was. Hier gibt's noch eine Affirmation. Mit jeder Ruhepause und tiefem Atemholen wächst meine Lebenskraft, die mich meine Vision umsetzen lässt. Und es ist wunderschön. Wunderschön. Also ich danke dir für dein Mit-mir-Sein, mit deinem Mit-mir-Eintauchen in die Tiefe deines Wesens, aber auch in die Tiefe des Wesens der kollektiven Entwicklung. Ich glaube nicht, dass das nur einem jeden Einzelnen bevorsteht, sondern dass das wirklich alles kollektive Entwicklungschancen sind, die jetzt hier anstehen. Und wir haben die Chance, das loszulassen. Das ist ein Riesengeschenk. Ich danke dir für deinen Mut, für dein Dich so weiterentwickeln und für deine Aufrichtigkeit, für deine Wahrhaftigkeit. Aho.